Und damit das Moin Moin und herzlich willkommen zum Halbfinale in der Champions League mit der Partie zwischen dem FC Arsenal, heute wieder zu Hause im heimischen Emirates, und dem FC Bayern München im weißen Auswärtstrikot. Was eine Partie für das Halbfinale in der Königsklasse. Ihr wisst, ich bin übertriebenst geil auf die Partie, ich denke auch. Und wir müssen heute versuchen, vor allem zu Hause, schon mal eine richtig gute Ausgangsposition herbeizuführen gegen die starken Bayern, gegen Thiago, gegen Martinez, gegen Lahm und wie sie alle heißen, wenn sie alle noch da spielen. Das werden wir uns jetzt dann alles mal angucken. Aber ihr wisst, Lewandowski fällt leider aus. Das ist bitter und ihr habt es auch gerade oben schon gesehen. Die Energie, die ist nicht mehr allzu gut. Die ist nicht mehr allzu gut. Wir müssen aber trotzdem, denke ich, mit der Truppe so reingehen. Vielleicht können wir vereinzelt irgendwo noch wechseln. Zum Beispiel Gibbs darf wieder rein für Alaba. Das bringt ein bisschen was. So, Jenkinson darf auch rein auf der rechten Seite. Die beiden dürfen sich um Ribéry und Robben kümmern, wenn die denn noch da so vorhanden sind. Miralla springe ich für Oxlade-Chamberlain. Und dann, ja, recht viel mehr geht nicht. Sanogo könnte ich noch vorne reinstellen, mache ich, glaube ich, auch für Rio. Die können wir dann noch so bringen. Also, wir müssen wieder ein bisschen deichseln, ein bisschen tun und machen. Und das im Champions-League-Halbfinale. Denn ihr wisst, wir spielen danach gegen United in der Liga. Und dann gibt es ja gleich wieder das Rückspiel gegen die Bayern in der Allianz-Arena. Also, es ist eine ganz, ganz heikle Situation bei uns. Natürlich jetzt auch bitter, dass Lewandowski noch dazu ausfällt. Aber was wollen wir machen? Rooney bei den Bayern, das sehe ich schon mal unten links. Und es geht los, Freunde. Es geht los. Das letzte Halbfinale, nämlich im letzten Part, das gegen, aufpassen, der ist schon mal gut, aber da laufen wir nicht mit Walcott. Das gegen City, das haben wir gut bestritten. 2:1 am Ende gewonnen im letzten Part, stehen schon mal im Finale des FA Cups. Im nationalen Pokal das große Ziel, nämlich das Finale zu erreichen, schon mal erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch hier international das irgendwie auch reißen. Aber das wird alles andere als einfach werden gegen den FC Bayern München. Götze. Schwanzt sich dadurch. Ribéry mit der Hacke auf Martinez. Wieder nach unten. Philipp Lahm. Die Bayern immer noch mit einer absoluten Spitzentruppe. Immer noch Lahm. Immer noch Philipp Lahm. Gerade noch den Ball abgenommen. Und geklärt. Sanogo. Das ist er doch. Der gute Jesse Rodriguez kommt nicht in. Schweinsteiger. Kommt schon. Boah, das wird heute sowas von dermaßen krass. Das wird nochmal eine Schippe brutaler als gegen City. Darauf können wir uns einstellen. Abseitsposition von Götze vom Ex-Dortmunder gibt den Freistoß. Aber wir müssen, ich glaube, ich muss heute auch einfach ein bisschen ruhiger kommentieren. Im Sinne von mehr konzentrieren. Mal gucken, was geht. Sobald wir ein Tor schießen, sind die Emotionen eh wieder absolut da. Die sind jetzt schon da, aber jetzt muss ich noch ein bisschen hier so zurückdrücken. Und hier so ein bisschen mal gucken, dass wir das positiv bestreiten. Denn ich will hier mit einer guten Ausgangsposition rausgehen, um dann in der Allianz Arena, sag ich mal, nicht mehr allzu viel machen zu müssen, ne? Nicht, dass die Bayern jetzt hier kräftig loslegen, aber der gute Ball auf Sanogo und Lahm ist da. Uiuiui, Sanogo so mit dem ersten Spiel für den FC Arsenal. Nicht das erste, aber eines der ersten. Und dann gegen die Bayern im Champions League Halbfinale. Aber was sollen wir anders machen? Uns bleibt nichts anderes übrig. Kresse, komm entgegen, macht das stark. Kresse sieht das oben. Walcott läuft, Walcott, jetzt eine gute Flanke. Und die ist gut. Und Pogba fliegt vorbei. Wenn es Pogba war, ich weiß es gar nicht. Die Bayern da hinten können sich erstmal befreien. Kommen über Wayne Rooney. Da oben ist Thomas Müller. Müller sieht wieder Rooney. Rooney gegen Varane. Rooney. Gut, den Ball abgenommen. Freunde, wird das brutal. Walcott. Schöner Pass. Pogba. Gut gespielt. Özil. Kresse. Schönes Ding wieder auf Walcott. Der ist schnell. Schneller als Thomas Müller. Walcott. Die Flanke ist nicht schlecht. Es gibt den Einwurf. Upsala, gegen den Tisch gehauen. 21 Minütchen sind vorbei. Hier im Emirates. Guter Ball auf Pogba. Der kann sich aber dann leider nicht durchsetzen. Da ist Rooney. Was meint ihr? Was müssen wir heute hier im Hinspiel schaffen, damit wir eine gute Ausgangsposition haben? Also ich denke mal, ein Tor schießen, keins kriegen. Ich wäre zufrieden. Aber absolut. Müller. Aber es wird brutal. Die Bayern, die sich natürlich auch, sag ich mal, rächen wollen. Das andere Halbfinale ist Chelsea gegen Inter. Gegen beide haben die Bayern in einem Champions-League-Finale verloren. Das wissen die auch noch. Deswegen wollen die sicherlich ins Finale einziehen und sich dann gegen den anderen Sieger rächen. Das ist logisch. Von dem her wird das heute sowas von brutal. Ribéry zurückgelegt. Schweinsteiger. Philipp Lahm. Gut gemacht. Pogba verliert ihn leider. Wir sind noch nicht so richtig drin in der Partie. Aber gut. Ist noch alles im grünen Bereich. Noch haben die Bayern auch nicht gerade viele Möglichkeiten. Jetzt allerdings Schweinsteiger. Ball abgenommen. Der Schuss und er ist drin.
32. Minute, Martinez mit dem Treffer für den FCB. Das ist ein ganz, ganz bitterer Rückschlag. Und den macht er super rein, das müssen wir anerkennen. Szczęsny kommt nicht hin, Martinez mit der Führung für die Bayern. Hier kriegen wir die Kulle nicht weg, da ist das Problem. Und dann Martinez, was willst du da machen? Perfekt neben den Pfosten reingesetzt, das Ding. Oh, ist das krass, Freunde. Und jetzt haben wir schon mal keine gute Ausgangsposition hier mehr. Der Pass dann nach dem Anstoß war gleich mal beschissen. Götze, Ribéry. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir trotzdem weiter dranbleiben. Unser Spiel trotzdem versuchen durchzuziehen und jetzt nicht hier so ein bisschen erschrecken und nachlassen. Denn dann hauen die Beine uns die Hucke voll. Schweinsteiger bekommt hier gelb. Nach der Attacke gegen uns. Oh, war der schlecht. Um Gottes Willen. Das müssen wir jetzt erstmal kurz verarbeiten. Götze, aber wir haben nicht allzu lange Zeit. Pogba schiebt drauf. Pogba kriegt ihn nicht. Da ist wieder Martinez. Gegen Özil. Kommt nicht hin. Schweinsteiger mit dem nächsten Schuss. Die Bayern machen ernst. Die Bayern sind angekommen in dem Emirates. Und das schon viel länger als wir. Özil. Gut. Schön. Miralas. Özil läuft. Özil läuft. Özil kriegt er den. Mesut. Özil. Oh, shit. Neuer hat ihn. 5 Minuten noch im ersten Durchgang. Und dann liegen wir hier, ja, amtlich mit 1:0 zurück. Bitter, bitter, bitter. Komm, Presse, lauf. Hätte das so schön laufen können. Wäre so viel Platz gewesen. Müller. Immer noch Thomas Müller zurückgelegt. Boateng. Götze, gut von Özil. Jetzt muss es schnell gehen. Sanogo. Ball kommt nicht an. Walcott hat ihn nochmal. Das ist eng. Das ist fast schon zu eng. Aber wir fighten, wir sind da. Da geht was heute. Kommt, Jungs. Schade, kommt nicht an. Haben wir wieder die Kulle. Sanogo kriegt ihn nicht. Komm ich da durch? Özil mit der Chance, mit dem Schuss. Özil haut ihn nicht rein. Die Riesenmöglichkeit in der 45. Minute für den Deutschen. Für Özil. Und Neuer muss gar nicht erst eingreifen. Wie bitter ist das denn? Das wäre es jetzt gewesen. Gibbs gewinnt den Kopfball nicht. Schweinsteiger. Aufpassen, Schweinsteiger. Durchgesteckt, Wayne. Rooney, gerade noch da. Gerade noch abgenommen durch Koscielny. Und das war's. Also, meine Lieben, 45 Minuten vorbei. Im Halbfinale der Champions League 0:1. Der Spielstand, das sieht nicht ganz so toll aus. Die Bayern auch absolut verdient vorne. 63% Ballbesitz. Dazu, ja, mehr Schüsse, mehr Chancen. Also, das müssen wir neidlos anerkennen, dass das in Ordnung geht. Aber wir müssen jetzt auch einfach mehr tun. Wir müssen mehr tun, denn ihr seht, die Bayern, 2 Schüsse, das ist trotzdem nicht allzu viel insgesamt in einer Halbzeit. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann geht da absolut was. Sanogo gegen Dante. Sanogo. Die Flanke, die war nix. War allerdings auch schwierig zu bringen. Musste er probieren. Pogba, das ist super. Gleich wieder rausgespielt, das Ding. Jenkinson kriegt ihn nochmal. Özil, ganz oben. Spielen wir lieber auf Pogba das Ding. Und jetzt muss er abziehen und er zieht ab. Und Neuer ist da. Wäre das ein Ding gewesen von Jenkinson, wenn er den reinmacht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Neuer wieder mit dem weiten Ball nach vorne. Gut gespielt. Fresse, den kriegt er nicht. Machen die Bayern den Fehler. Wir müssen ein bisschen offensiver rangehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht zu viel riskieren. Pogba kriegt ihn. Özil, kein Abseits von Fresse. Allerdings nicht gut gespielt. Jesse Rodriguez, Neuer ist da. Nochmal Pogba. Nee, Sanogo ist es. Sanogo mit der Flanke auf Walcott. Nochmal nach unten gelegt. Gibbs. Oh, bringt die Flanke leider nicht schnell genug rein. Da ist Rafinha. Immer noch Rafinha zurückgelegt. Müller. Erstmal geklärt. Und da ist leider wieder niemand von uns. Götze. Oh, die Grätsche geht ins Leere. Müller. Das werden ganz, ganz lustige, ja, 30 Minuten jetzt hier noch werden, meine Lieben. Wir brauchen noch ein Tor eigentlich. Wir dürfen aber auch nicht zu viel riskieren. Das ist ganz, ganz heikel. Da befinden wir uns jetzt auf einer ganz, ganz heiklen Mission. Rafinha. Götze. Martinez. Pogba ist es diesmal. Schweinsteiger, der ein gutes Spiel macht. Da viele, viele Bälle gut nach vorne legt. Schön. Jawohl, kommt nicht an. Presse. Freunde, wir müssen mehr pressen. Das ist so zu wenig. So kommen wir hier nicht zum Erfolg. Gib den Einwurf. Ich bin auch am Überlegen. Wir werden jetzt auch gleich mal reingehen und wechseln müssen einfach. Wir müssen es tun. Die Bayern auch
Rooney, der rausgeht. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer kommt. Bei uns muss Özil sicher raus. Wir brauchen den noch für die kommenden Partien. Wiltshire rein, Walcott raus, Oxlade-Chamberlain rein. Und dann passt erstmal. Ihr seht, wir haben uns jetzt Chancen erarbeitet. Sind jetzt hier die bessere Mannschaft, was das angeht. Ballbesitz sieht immer noch genauso aus wie im ersten Durchgang. Pogba. So, wartet mal, jetzt spiele ich halt. Konter nicht, sondern hoher Druck. Guter Ball, Sanogo geht. Sanogo kriegt ihn nicht, Lahm ist da. Hesse, gut. Hesse mit der Chance, mit dem Schuss. Neuer ist wieder da. Komm nochmal die gute Flanke. Wieder geklärt. Geht's denn das? Hesse, Rodriguez wieder. Vor Manuel Neuer, spitzer Winkel, aber der Ball will leider dann nicht rein. Hat er trotzdem gut gemacht. Da kommen die Bayern wieder über Thomas Müller, durchgechippt auf Aguero. Was haben die Bayern an Spielern, bitte? Miralas. Wiltshire. Sanogo kann sich durchsetzen gegen Philipp Lahm. Dann allerdings nicht normal. Oh Mann. Miralas. Die Bayern heute einfach besser, muss man anerkennen. 72. Minute. Ribéry. Was macht Ribéry? Franck Ribéry. Kommt schon, Jungs. Nein. Zurückgelegt. Oh, und dann kläre ich zur Ecke. Ich wollte eigentlich grätschen. Gibt nochmal die Standardmöglichkeit. Aufgepasst. Nächster Wechsel. Götze raus. Und dann kommt halt einfach auch mal ein Groß rein. Das ist brutal, was die da haben. Ribéry. Flanke in die Mitte. Können wir gut klären. Können wir fast spitzenmäßig klären, weil Rodriguez da fast hinkommt. Brauchen einen zweiten Mann jetzt. Rieche geht ins Leere. Durchgesteckt. Kein Abseits. Aguero. Pfosten. Freunde, das kann uns am Ende hier ins Finale bringen, sowas. Das kann auch nochmal die Mannschaft jetzt gehörig motivieren. Wir müssen jetzt nur dranbleiben. 79 Minuten sind rum, aufgepasst. Müller. Nächster Pfostentreffer. Freunde, es ist brutal. Die Bayern dominieren hier absolut das Geschehen. Wir finden noch keinen Weg, den Bayern hier irgendwie gefährlich zu werden. Zumindest nicht auf längere Sicht gesehen. Sanogo geht jetzt mal. Lahm bremst ab, allerdings ist Dante da. Sanogo kommt hin. Shit. Ach, der Dante nimmt ihn. Dann hätten wir was anderes machen können. So, 81. Ich traue mich nicht, auf sehr offensiv zu gehen. Ich traue es mich einfach nicht. Nicht, dass die Bayern hier das zweite machen. Und wenn man jetzt gerade mal die Chancen gesehen hat, dann ist das gar nicht so unrealistisch. Komm, wohin? Oh, doch nicht so. Viel zu einfach. Groß. Komm. Jawohl, gut von Pogba. Schön. Guter Ball auf Kevin Miralas gegen Robben. Miralas, spiel ihn. Oder lauf. Oh, aber nicht so. Komm, hin. Die können sich da trotzdem befreien, die Bayern. Machen das super. Robben. Zurückgelegt. Grieche geht ins Leere. Komm, dann muss der aus der Mitte kommen. Wieso kann ich den nicht nehmen? Ja, und jetzt ist zu spät. Robben. Robben. Gute Grieche, aber wir können ihn nicht vom Ball trennen hier. Jetzt hat. 89. Minute. Hesse. Guter Ball. Sanogo. Guter Ball. Wiltshire köpft ihn zurück. Mist, wir hätten mit Sanogo, glaube ich, gehen müssen. So, vielleicht eine einzige Möglichkeit, die kriegen wir noch. Nein. Schluss aus vorbei, meine Lieben. Am Ende eine 1:0 Niederlage. Gegen den FC Bayern München zu Hause im Emirates. Heißt für uns im Rückspiel mindestens ein Tor machen, keins kassieren und es wäre die Verlängerung. Und ihr seht, wir hatten gleich viel Chancen, aber die Bayern das Geschehen dominiert mit 61% Ballbesitz. Wir gucken rein, wie steht's im anderen Halbfinale und müssen das jetzt auch so ein bisschen erstmal verarbeiten. So, und jetzt kommt United. Also das ist so krass, was wir hier haben. Büro, was gibt's Neues? Eigentlich gar nichts. Pressekonferenz so ein bisschen verpasst. Ist egal, wir gehen rein. Saisons. Tabelle City noch, Chelsea noch nicht gespielt. Die spielen erst noch. Ich weiß gar nicht, Hull City, ich weiß es nicht. Was wollte ich gucken? Ich wollte, genau, in die Champions League noch schauen. Wie spielt Chelsea gegen Inter? 3-2 für Chelsea. Alter, da geht's auch so knapp zur Sache. Ist das brutal, Freunde? Ist das brutal? Und jetzt müssen wir hier gegen United ran. United auf Rang 4. Die brauchen auch die Punkte, um nicht hier noch von Liverpool überholt zu werden, um am Ende in die Champions League zu kommen. Also das ist auch ein krasses Spiel. Chelsea, mal gucken, ob die zeitgleich spielen. Jawohl. Zumindest am selben Tag gegen die Spurs. Und wir gegen United, wir brauchen ihn. Und City gegen Liverpool, was ist denn das für ein Spieltag? Krasser Shit. Und wir brauchen die Punkte.
Wir müssen gewinnen, meine Lieben. Okay, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Bittere Niederlage gegen die Bayern. Am Ende natürlich trotzdem verdient, brauchen wir nicht drüber reden. Und im Rückspiel müssen wir dann alles rumbiegen, um ins Finale einzuziehen. Und damit würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo, dann verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem Topspiel gegen den Fürthen, gegen Manchester United. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!